Jö, da wären wir wieder. Ich will jetzt unbedingt Barbar spielen. Assassin, Lich Queen, Lich King. Nee. Spell Sword, Barbarian Queen. Bald und bewegt sich schneller. Ja. Ja, doch, damit kann ich arbeiten. Confirm. 9000 Gold. Erstmal gucken wir ein bisschen rum. Allgemein, was ich mit diesem Leben machen will, ich will mit diesem Leben einmal das ganze Ding clearen. Und danach will ich den Boss töten, den vierten. Und dann will ich in den New Game plus, plus, plus. Tada. Runen ändern, müssen wir gar nichts. Alles Blut, alles gut. Schwert ist gut. Helm sollten wir wechseln, weil 30 Lebenspunkte macht nicht mehr so viel aus beim Barbaren. Und ein Vampirism ist da schon schicker, weil wir dann nur 15 Gegner töten müssten, was wir garantiert schaffen, um das auszugleichen. Also wir brauchen einmal mehr Gewicht und dann können wir eh nicht mehr kaufen. Okay. So. Wir hätten gerne den Dark Helm. Dadurch haben wir jetzt Air Jump. Hier behalten wir die Rüstung an, weil 100 Rüstung ziemlich viel ist. Und der ganze andere Schmutz hier. Crit Chance, 15 Crit Damage. Nö. Nö. Absolut nicht in Relation dazu. Zu 40% weniger Rüstung haben. Also nee, das bleibt so. Da hast du schon die Slayer Limbs, genau. Und hier hast du den Dark Cape mit plus ein Vampirism und Air Jump und überhaupt. Ja, das ist genau das, was du haben willst. Also wir haben Dash. Wir haben Dreifachsprung. Und wir haben richtig viel Vampirism. Was machen wir jetzt mit 4000 Gold? Yeah. Na komm, wir haben hier eh 70% oder was nur bei dem. Das passt. Irgendwas, was wir noch beachten wollten. Also erstmal Hochkonzentration. Tief durchatmen. Ich will wirklich weit kommen in diesem Leben. Wir haben die Ausrüstung gecheckt, wir haben die Runen so gelassen, wie sie sind. Und wir können im Schloss nichts mehr kaufen. Ja, rein da, töten. So, Balding. Wir haben 1200 Lebenspunkte. Au, oh, sie ist schneller. Ja. Daran werde ich mich gewöhnen müssen. Oh. Kaputt. So. Oh, 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 oh. Yay. Genau da hin schießt du, du Wadde. Du bist kein Dingens, okay? Rutsch. 16, oh, 16 Lebenspunkte pro Gegner. Ist okay, aber ja, wir haben ganz, ganz schön viele Lebenspunkte verloren eben gerade. Ich habe langsam doch meine Zweifel, was das angeht, mit einmal alles gehen. Aber wir müssen eigentlich nur ein Hühnchen bekommen. Und dann passt das. Und das Ding hier können wir ja nicht schaffen, außer wir haben vierfach Sprung oder Fliegen. Deswegen versuche ich das gar nicht erst. So, rutsch. Hallo. Mich kriegst du nicht. Hallo. Au. Ich sollte mehr Fardu sprechen. Sind die schneller geworden, wenn du schießen? Oder was ist hier los? Das ist komisch. Wow. Puschel, puschel. So. Böser Raum. Hühnchen. Sehr schön. So, Nummer 1 tot. Du bist ein Doverdum, was?
Das ist echt nicht gut. Echt nicht gut. Gott. Also ja, wir haben überall noch die Standardhühnchen. Okay, ich habe nichts gesagt. Das macht echt tierisch viel aus, so ein random Hühnchen zu finden. Da kann ich auch noch so oft getroffen werden. Also nicht, dass ich es herausfordern sollte, aber ich werde in letzter Zeit doch schon ziemlich häufig getroffen. Weil es einfach viel zu viele Projektile sind oder ich nicht auf die Stacheln achte. So. Hier ist sonst nichts. Außer ein Doom, was aber den lasse ich einfach da. Muss ich nichts heraufbeschwören. So. Hühnchen bleiben da, wo sie sind. So lange, bis wir sie wirklich brauchen. Also bis wir unter 40% sind. No. So. Oh, 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 oh. Sehr schön. Oh. Du bist keine echte Mist. So. Hinten ist schon mal ein Notfallhühnchen. Komm schon. Und schwusch. Stimmt, die bringen ja auch gar nicht mehr 10%, sondern inzwischen schon 15% Lebenspunkte. Haben wir alles ausgeskillt. Gold häuft sich auch langsam, aber das ist irrelevant. Also nicht mehr so wichtig. Weil es ja momentan echt nur um dieses Leben geht. Es geht mir nicht um die nachkommenden Generationen. Es geht mir nur darum, dass wir mit diesem Leben einmal durchkommen. Zing. Nein. Komm schon. So. Warum treffen die mich in letzter Zeit so häufig? Ha, okay, ich darf nicht einfach nur spammen. Ich muss wirklich abwarten. Wolf. Wolf. Hey, komm, die Wölfe bleiben einfach mal da stehen. Du bist eine Fake-Truhe. Oh. Ching, ching. Einfach in den Boden schmeißen, ist okay. Oh. Komm, stirb. Da oben sind... Da unten sind ganz schön komische Pflanzen. So, ich will eigentlich die Pflanze töten. Geh weg, Clover Tower Guard. Komm, 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 komm. Das ist nicht gut. So. Tja, ist gleich tot, verdammt. Also, ich guck mal ganz kurz nach oben. Nee, der Raum ist böse. Gucken wir mal hier hin. Ist okay. Ist okay. Oh, sehr schön. So, dann nehmen wir das eine Hühnchen hier schon mal mit. Und das andere, was im Übergangsbereich zwischen erster Etage und Mai ist, werden wir uns auch gleich holen müssen. Weil das sieht alles echt nicht gut aus. Gib mir random Hühnchen. Na, da kommst du gar nicht durch. Sehr schön. Du bist eine echte Truhe.
Anscheinend um was. Komm schon, Spiel. Der Raum wird mich bluten lassen. Okay, einmal getroffen ist okay. So, eins. Oh, 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 oh. Was, was ich da stehen. Unten ist eine Kiste. Mit noch zwei Doom-Wassers an. Ich will doch nur Hühnchen. Alles andere ist mir egal. Oh. Dich umgeben wir mal so. Nein. Komm schon, nein. Ich glaube, ich bin heute nicht konzentriert genug, um den ganzen Run zu machen. Schnief. Schade. Ich hatte mich schon so richtig aufgepeppt, dass wir dann alles in einem Rutsch machen. Den ganzen Dungeon und den vierten Boss und den Endboss und dann den New Game Plus mit demselben Char noch weiter und überhaupt. Aber nee. Wir müssen zurück zum Übergang in den ersten Bereich. Oh, 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 Kiste. Da, mehr Mana. Runter, runter, runter. Bossraum. Teleporter. Dahin. Genau, dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Und dann machen wir hier weiter. Anstatt oben im Maya-Gebiet. Und versuche mich hier den Übergang zu finden. Das ist ja schon wieder Maya. Hm. Ich würde ganz kurz hier lang gucken. Ich hasse euch. Geht weg. Nicht mehr ganz kurz hier lang gucken. Wir wollen jetzt hier weg. Wir wollen in den Wald. Um das Hühnchen einzusacken. Also hier nach oben oder rechts. Oh. Komm. Ein Treffer noch. Das ist nicht schön. Ich glaube, ich fahre du mich jetzt einmal durch. In jedem Raum spamme ich einfach das. Na, hier bräuchte ich das gar nicht mehr. Oh. So. Kann nicht durch den Boden schlagen. Oh. So. Oh. 113 Lebenspunkte. Oh. Hallo Jungs. Yeah. Oh. Hühnchen. Hühnchen. Wow. Okay. Weg, 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 weg. So, du musst zuallererst weg. Genau. Ja. Da musst eigentlich nicht du weg, sondern das Skelett da hinten. Aber das ignorieren wir mal dezent. So. Komm, 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 komm. Kein sehr schöner Gang. Echt kein schöner Gang. Oh. So, und Hühnchen, sehr schön. Au. So, stirb. Stirb, 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 stirb. Blut an den doofen Knochendingern ankommen. 336 und Hühnchen, sehr schön. Schön ist was anderes. Aber es könnte machbar sein. Also jetzt nicht alles. Also nicht vierter Boss und Endboss und was weiß ich. Aber wenigstens ein, zwei Etagen hier. Wenn wir noch ein bisschen Glück haben, was die Hühnchen angeht.
Also alles schön zu deppern. Ein extra Leben wäre noch ganz toll. Also diese Random-Geschichte, die man bekommen kann. Oh, 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 oh. Schön vorsichtig mit den Schleimen. So, kaputt, kaputt, kaputt. Ja, das war doch mal gut für unseren Lebenspunkt-Pool. So, und ihr geht bitte irgendwo kaputt und gebt mir Lebenspunkte. Das wäre ganz toll von euch. Aber wollen sie wohl nicht. Die Pfeile sind auch gerade schon komisch geflogen. Ich hätte schwören können, die wären genau durch uns durch. Aber okay. Hier nichts mehr. Hier geht's weiter. Hühnchen. Sehr schön. Kommen wir langsam wieder auf den grünen Pfad. Vielleicht waren es echt nur die Räume. Oh. Hihihihihihihi. So, du da unten. Du stehst echt doof. Ich glaube, ich kann man den nicht vorbei, ohne ihn zu treffen. Also machen wir die Hardcore-Methode. Schwert gegen Schild, Schwert gegen Schild, Schwert gegen Schild, Schwert gegen Schild und kaputt. Eins, zwei, drei, weg. Oh, oh, oh. Au, oh, dritten vergessen. Weg, 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 okay. Weg. Da geht's weiter. Okay. Wir sollten erstmal links gucken. Genau, hier, in dem engen Raum mit den Stacheln und den Feuerbällen. Oh. Geht weg. Geht bloß weg. So, trifft er uns? Nee. Höchstens unsere Schleife, aber dann können wir leben. Gott. 65.000 Gold bisher. Also selbst wenn es nichts werden sollte, mit ein, zwei Living Clean und Boss und was weiß ich. Gold haben wir auf jeden Fall gemacht. Und zwar sollten wir dafür uns was kaufen? Also ja, Mana und Int und damit alle Klassen schön ausbalanciert sind und bla. Aber ich glaube, ich hole mir doch erstmal Lebenspunkt und Angriffskraft. Au, 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 au. Au, 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 au. Was ist eine richtig beschissene Ecke hier? So. Weg. Oh, warte mal, können wir die? Ne, können wir nicht. Aber ja, ich glaube, ich hole mir trotzdem erstmal Lebenspunkte und Angriffskraft zu Ende. Damit ich mit den Klassen, die ich momentan halt primär benutze, das Ziel erreiche. Nämlich, alle Ebenen hier zu bekommen. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Nein. War gerade so schön im Rhythmus drin. So, stirb Pflanze. Stirb doofes Pferd. Ganze Rhythmus im Arsch. Oh, Hühnchen. Ich hab's genau gesehen. Nicht in das Feuer springen. Nicht in das Feuer springen. So. Alter, geht's tot. So. Das ist alles für ein bisschen Gold. Naja, ein Hühnchen lag da auch bei, das ist okay. Nein, da waren Stacheln. Da kämpfe ich mich so sehr ab um. Müssen wir das ganze Ding wieder durch? Ach du gute Güte. Ja, ouch. So, weg, 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 weg.